Hi, ich bin Wuschel von Gamebuds und ich muss den Tanz alleine machen. Konnichiwa! Hallo, meine Freunde. Das hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Wo kommst denn du jetzt her? Von der, ich weiß auch nicht. Du hast immer wieder Schönes gekauft. Ich bin wieder zu Gast, um das Ganze mal knackig zu gestalten. Ich hol's mal. Genau von da kam ich. So, übrigens sau cool da unten, hast du echt mal reingelegt. Ja, da sind noch viele Pakete zum Auspacken. Ja, ich hab schon gesehen, das ist ein volles Lager da unten, ey. Richtig krass. Ja, also, du hast wieder die Ehre. Das Unboxing cool. Ist wieder von Wish ein Paket und ich habe wieder mal vergessen, was drin ist. Und du darfst auspacken. Ja, und dadurch, dass ich wieder so ein graziler Auspacker weiß, was macht das mal hier so? Er hat es schon ausgepackt. Oh, wie cool. Ja, irgendwie cool. Ich weiß nicht, was die Verpackung ist leider ein bisschen zerknüllt. Oh, ist das übel. Das ist echt nicht gut angekommen, das Alter. Das ist echt nicht gut. Aber ich glaube, es sieht sehr hart innen aus. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Wir sehen hier mal. Umaru. Es ist Umaru. Du hast es richtig auf Japanisch gelesen, wo auch immer das Haus ist. Also, das ist natürlich eine Schweinerei, das muss man jetzt mal Wish mal sagen. Ja, ich meine, es hat zwar echt nur den komplette Erde einmal umkreist, so halb oder die halbe Erde, aber das ist nicht schön. Also für Sammler wäre das jetzt nicht gut, aber es ist ja auch gut. Ja, definitiv. Also ich meine, bei ihm ist es so, bei vielen Unboxern, aber du willst das ja irgendwo als Gesamtpaket drin haben. Ja. Du willst ja irgendwie mit der Verpackung oder so, wenn du da viel Wert drauf legst, dann ist das nicht so gut. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich es eh auspacken wollte, weil ich Umaru überall mit hinnehmen will, ist es nicht so tragisch, aber für Sammler, Katastrophe. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Also ich jetzt bin jetzt nicht so der krasseste Fan von sowas, aber ich finde auch mit den verschiedenen Köpfen und mit den verschiedenen Accessoires, was noch dabei ist, ist es eigentlich ganz cool gemacht. Also mit so kleinen Details hier noch, ja, Snacks voll. Wahrscheinlich. Können wir die mal auseinandernehmen? Schnell dich auseinander, Alter! Ja. Mit verschiedenen Emotionen. Kannst ja mal die einzelnen Emotionen reinzeigen. Ja, mach mal so, ich glaube, das sieht man ganz gut, oder? Ja, okay. Und pass auf, dass es sich nach vorne kippt. So, jede Emotion ziemlich dabei, so diese grundlegende Emotion. Sieht eigentlich ganz cool aus. Dann eine Platte mit verschiedenen Aufstellmöglichkeiten und dann kannst du ja. Ah, Füße hast du dabei. Auch noch mit drin. Ah, sitzend oder stehend. Sehr cool. Snacks, Arme. Was ist das hier? Unten. Was ist das hier alles? Ich glaube, es sind Snacks, oder? Und Handy, glaube ich. Da ist eine Coca-Cola ist dabei. Die zeige ich jetzt mal in die Kamera, das müssen wir mal zeigen. Oh Gott, das ist so. Das ist auf jeden Fall ein Handy hier, glaube ich. Smartphone. So, warte. Wisst ihr eigentlich, dass zum Beispiel in Amerika, dass niemand Handy sagt? Ja, ich habe... Das Handy eigentlich so Handwerker heißt, Handy. Nein, pass auf. Ich habe das in Amerika einmal gesagt zu Amerikanern, kann ich bitte mein Handy, can I get my Handy, please? Und Handy ist eigentlich dort die Umschreibung im Volksmund von ein Runterholen, also von Jerk Off. Echt? Ja. Also ich weiß, dass so Handjob, weißt du? Ja gut, die Abkürzung, aber ja. Ich weiß, dass das Handy eigentlich Handwerker bedeutet, so handwerklich. Ja. Wollte ich nur mal gesagt hier haben. Hier habe ich Chips und Cola, Umaru-Style. Also hier ist ein Smartphone, also die sagen alle, die sind Smartphone. Hier ist ein Smartphone und drin, Snacks und kleine Details, also echt cool eigentlich. Ja, das ist echt, das ist PSP, mein Freund. Echt, das ist eine PSP? Ja, das ist eine PSP. Ach, jetzt krass. Ja, weil den solltest du mal angucken, hier Anime, weil die ist nicht Soccer Girl. Ah, okay, dann macht es natürlich die Sinn. Ist sozusagen, Umaru ist ein, das Nummer 1 Schülermädchen an der Schule und sobald sie nach Hause kommt, verwandelt sie sich von einem hübschen Mädchen in das, mit der Mütze da und, also mit dem Überwurf und, Cape, so, ja. Ja, und ist dann halt Zocker, Gammler und bewegt sich nur, weißt du, zockt nur noch Online-Games, PSP, so wie wir. Plus, 90% der Jungs halt, ne? Plus, dass wir halt immer hässlich sind. Ja, immer ja, hässlich ja, und faul und... Ja, ohne Cape halt. Aber finde ich cool, was sagst du? So? Ich finde nicht schlechter. Ich habe gezahlt, ich glaube, nicht mal 12 Euro. Ja, ey, komm dann. Dann ist es echt cool. Also ich meine, mit den ganzen Details, mit den kleinen Dingern mit dazu, mit den verschiedenen Gesichtsausdrücken, da kann man sogar verkraften, dass die Boxen ein bisschen zerknittert ankommt. Außer man legt viel Wert drauf, dann ist natürlich echt eine coole Geschichte. Aber ansonsten, geil. Ich als Nicht-Fan finde es sogar auch nicht schlecht. Muss ich echt sagen, doch. Na, dann sage ich mal, Sayonara!